The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Pornografie, eine Seuche. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, in seinem Herzen. Viele junge Leute sind begierig auf Bücher. Sie lesen alles, was sie in die Finger bekommen. Aufregende Liebesgeschichten und schmutzige Bilder haben jedoch einen verderblichen Einfluss. Romane werden von vielen verschlungen. Das Ergebnis? Ihre Fantasie wird verdorben. Fotos von nackten Frauen werden verkauft und verbreitet. Solche ekelhaften Bilder hängen auch in Geschäften, die Bilder verkaufen. Wir leben in einer Zeit, in der die Verdorbenheit überhand nimmt. Die Augenlust und verdorbene Leidenschaften werden durch das Anschauen und Lesen solcher Dinge geweckt. Das Herz wird durch die Fantasie verunreinigt. Das Gemüt findet Vergnügen daran, Szenen zu betrachten, die niedrige Triebe erregen. Diese scheußlichen Bilder, mit einer schmutzigen Fantasie angeschaut, verderben die Sitten und bereiten die irregeführten und betörten Wesen darauf vor, den Lüsten und Leidenschaften freien Lauf zu lassen. Darauf folgen Sünden und Verbrechen, die Wesen, die zum Bilde Gottes geschaffen wurden, auf eine Stufe mit den Tieren herabziehen und sie schließlich ins Verderben führen. Vermeidet es, Dinge zu lesen und anzuschauen, die euch auf unreine Gedanken bringen. Pflegt die sittlichen und intellektuellen Kräfte. Lasst diese edlen Kräfte nicht durch zu vieles Lesen, sogar von Geschichten, geschwächt und verdorben werden. Es ist für junge Leute unmöglich, geistig gesund und stark zu sein und richtige religiöse Grundsätze zu haben, es sei denn, sie finden Freude daran, im Worte Gottes zu lesen. Dieses Buch enthält Geschichten, wie es sie interessantere nicht gibt. Es zeigt den Weg der Erlösung durch Christus und ist ihr Führer zu einem höheren und besseren Leben. Alle würden es als das interessanteste Buch bezeichnen, das sie je gelesen haben, wäre ihre Fantasie nicht durch aufregende, erfundene Geschichten verdorben worden. Ihr, die ihr dem zweiten Kommen eures Herrn entgegenschaut und darauf wartet, dass er euren sterblichen Körper verwandelt und ihn einem verherrlichten Leib gleichgestaltet. Euer Handeln muss sich auf einer höheren Ebene abspielen. Ihr müsst von einem höheren Niveau aus arbeiten, als ihr es bisher getan habt. Sonst werdet ihr nämlich nicht bei denen sein, die in den letzten Schliff die Unsterblichkeit erhalten.